Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom lieben Arthur und mir. Heute werden wir tatsächlich wieder mal etwas testen, und zwar für den kleinen Arthur. Der mag ja besonders gerne verschiedene Köstlichkeiten und eine liebe Freundin von uns hat uns vor längerer Zeit zugegebenermaßen dieses Rezeptebuch geschenkt, beziehungsweise so ein dünnes Heftchen mit Rezepten, die man gut in so einer Backmatte backen kann für verschiedene Hundeleckerlis. Und dazu hat sie uns auch noch diese noch immer original verpackten Silikonformen dazu geschenkt. Einmal so in der Knochenform und einmal mit so Pfoten. Und Keksausstecher sind auch noch mit dabei. Dann würde ich mal sagen, Arthur, wir packen das aus, oder? Nachdem wir das jetzt ausgepackt haben, müssen wir uns natürlich noch Rezepte aus diesem Büchlein aussuchen. Es sind viele nützliche Tipps und Tricks rund ums Backen mit der Backmatte auch drin, also bis jetzt ganz cool. Ich hoffe, die Rezepte klappen dann auch, das ist ja immer der spannendste Moment. Und weil der liebe Arthur hier auf fast alles allergisch ist, musste ich natürlich auch erstmal eine Auswahl treffen, was ich denn überhaupt nachbacken kann für ihn. Und haben uns jetzt für als erstes Rezept erstmal für eines entschieden, das einfach nur Würstchenleckerlis heißt. Dafür brauchen wir jetzt zunächst auf jeden Fall mal zwei Eier, zwei so mittelgroße, 80 Gramm Vollkornmehl und ein Glas Geflügelwürstchen. Ich denke, die meinen diese Gläser mit diesen Maika-Würstchen. Achtung, Werbung bei Namennennung. Arthur findet jetzt die Würstchen, die ich hier habe, auch ganz super. Ich habe die nämlich nicht bekommen, diese eingelegten Würstchen, und habe jetzt einfach Geflügel-Wiener Würstchen gekauft und die schon mal gekocht und so ein bisschen klein geschnitten, weil das Ganze, glaube ich, einfach püriert wird. Nachdem wir jetzt unsere drei Zutaten hier haben, müssen wir das Ganze eigentlich nur zusammenmischen, pürieren und in die Formen füllen, und dann kann das Ganze bei 180 Grad Umluft für 20 Minuten gebacken werden. Okay, ich hoffe, das geht sich jetzt aus. Es wird super ekelhaft für dich, weil es steht ja auch pürieren. Ich drücke da erstmal das so ein bisschen rein, was alles voller Mehl hier hat. Magst du das? Sorry, das ist gerade etwas, Leute. Arthur ist voll aufgeregt, weil ich die schöne Wurst hier püriere. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es... Ich glaube, Arthur findet den Duft sehr aufregend. Okay, ich werde mir jetzt noch ein Spatel besorgen und das Ganze in diese Förmchen füllen, die ich euch gerade gezeigt habe, in diese Silikonformen. Ich bin auch gespannt, für wie viele es reicht. Ich kann ja auch mehrere davon auf mein Backblech machen. Gut, ich habe jetzt hier meine Masse und so ein Spatel und werde es hier übertragen. Okay, ich habe diese Pampe jetzt halbwegs in diese Förmchen gebracht und das Ganze kommt jetzt, wie gesagt, bei 180 Grad für 20 Minuten in den Ofen. Okay, in der Zwischenzeit können wir jetzt natürlich auch schon das zweite Rezept vorbereiten, und hier haben wir uns für Thunfisch-Kürbisleckerli entschieden. Übrigens gibt es in diesem Buch keine Bilder, da müsst ihr einfach euch selber auch schon vorstellen, weil es natürlich auch von den Backmatten her ganz unterschiedlich werden kann. Ja, für dieses Rezept brauchen wir jetzt auch wieder Zutaten. Arthur, schau. Fiss. Für dieses zweite Rezept brauchen wir jetzt 190 Gramm pürierten Kürbis. Ihr könnt fertiges Kürbispüree auch kaufen oder, so wie ich das gemacht habe, einen Hokkaido-Kürbis schnappen, den für 40 Minuten in den Ofen packen und dann einfach das weiche Fruchtfleisch hier verwenden. Ein Ei, dann
eine Dose Thunfisch. Den habe ich jetzt hier schon in den Mixbecher gegeben, damit ich hier nicht so rumkleckere. Und nochmal etwas Mehl. Im Rezept steht Buchweizenmehl. Ihr könnt aber auch nochmal das Vollkornmehl verwenden aus dem anderen Rezept. Das Erste, was wir hier schon mal feststellen können, ist, dass sich die Masse weitaus einfacher in den Förmchen verteilen lässt. Also hier ist mir jetzt die Konsistenz irgendwie ein bisschen besser gelungen, denke ich auch mal. Ich bin aber schon sehr gespannt, weil man das Ganze ja in die Mikrowelle geben soll, anstatt des Ofens. Da steht auch nicht, bei wie vielen Watt. Ich werde mal irgend so ein Mittelding auswählen und schauen, ob das überhaupt fest wird. Sonst werde ich es noch in den Ofen schmeißen. Vor allem kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie das werden soll, nur mit Eilenkürbis. Aber gut. Wie gesagt, wir lassen uns hier überraschen. Das hier erstmal ordentlich verstreichen. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch einen Tipp, wie das Ganze ein bisschen ordentlicher wird. Vielleicht muss ich einfach mehr Geduld haben und das ganz genau portionieren hier. Aber egal, das, was übersteht, wird nachher einfach weggeschrubbelt. Ich habe jetzt hier nochmal zwei Matten rausbekommen und werde das Ganze jetzt, wie im Rezept angekündigt, in die Mikrowelle stecken und dann mal sehen, ob das klappt. Ich sehe euch dann gleich wieder mit dem fertigen Ergebnis. Okay, fertig sind unsere Backmatten. Und zwar sieht das Ganze noch immer furchtbar unordentlich aus. Einmal hier unsere gebackenen aus dem Ofen. Und die lösen sich auch jetzt schon super einfach aus der Form. Tada! Und auch die zweite Form mit den Pfoten funktioniert super gut. Also die lassen sich super leicht daraus lösen. Kleine Pfötchen, ihr müsst das Ganze unbedingt jetzt abkühlen lassen. Genauso ist es auch mit den Mikrowellen. Die sind auch tatsächlich super schön geworden. Und die müsst ihr auch auskühlen lassen. Das ist die Thunfisch-Variante. Sehen ein bisschen netter aus. Jetzt ist der Moment der Stunde gekommen und wir werden diese Leckerli verfüttern. Und wie bewertest du das Ganze, Arthur? Wie viele Sterne vergibst du diesem Rezept? Mehr? Ich glaube, er möchte noch eins. Das Thunfisch-Kürbis-Rezept scheint schon mal gut anzukommen. Wir auch noch rausfinden, wie es mit den Würstchen-Leckerlis aussieht. Das sind ja nur Geflügelwürstchen. Da essen wir doch glatt noch eins. Die scheinen ja wirklich richtig toll anzukommen, Arthur. Das aber ist schon wieder sehr lecker. Da freuen sich unsere Zuseher heute wieder, wenn du das so appetitlich vor dich hin isst. Aber ich muss sagen, auch wenn die nicht ganz so einfach zu machen waren, vielleicht bräuchte ich einen stärkeren Mixer, um das besser zu pürieren. Oder es klappt mit diesen Glaswürstchen tatsächlich besser. Kommen super gut an. Abschließend möchte ich dazu sagen, es wird im Buch darauf hingewiesen, ihr solltet diese Leckerli auf jeden Fall. Spuckst du mich hier an? Das ist nicht sehr nett. Ihr solltet die Leckerlis innerhalb von 3 bis 5 Tagen verfüttern. Ihr könntet sie nochmal bei 50 bis 100 Grad im Ofen nachtrocknen lassen, wenn ihr sie ein bisschen länger verwenden wollt. Aber sonst eher wirklich nur diese Masse backen. Die reicht wirklich auch so für 3 Tage, würde ich mal sagen, je nach Größe eures Hundes. Und tut sie am besten auch in ein, packt ihr am besten auch in ein luftdichtes Glas rein, dann halten die auch wirklich eben die 3 Tage. Es ist zwar gebacken, aber gerade bei frischen Zutaten, so wie dem Kürbis und dem Thunfisch, würde ich das nicht lange rumliegen lassen. Also auch vielleicht in den Kühlschrank, dann kann da auch nichts sein. An dieser Stelle beenden Arthur und ich jetzt das Video. Er wird noch ein paar von diesen Leckerchen sich einverleiben, schätze ich mal, nachdem die ganz klassisch hier 5 Sterne bekommen werden von ihm. Wichtig ist, kauft euch Backmatten, die doch etwas hochwertiger sind. Es sind sehr viele dieser Silikonmatten durchgefallen in Testberichten. Das heißt, sehr viel
von diesen Plastikinhaltsstoffen könnten sich auf die Lebensmittel übertragen. Und das ist natürlich auch nicht für euren Hund gesund. Also wenn ihr gerade regelmäßig mit denen backen möchtet, vorher gut durchheizen im Ofen und auch auf eine qualitativ hochwertige Matte achten. Dann könnt ihr wirklich mit diesen hausgemachten Leckerlis entscheiden, was da drinnen ist. Ihr habt keine künstlichen Aromen oder Konservierungsstoffe mit drinnen und tut eurem Hund dann auch zwischendurch wirklich was Gutes. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und schaut auch gern bei unseren anderen Videos vorbei. Lasst ein Abo da und verpasst auch nicht, wenn wir wieder zurück sind.